Do it! Try this! Say it! Hallo, meine Freunde! No! Damn! Was geht ab, meine lieben Crazy Gamer und Crazy Gamerin? Willkommen zurück zu Alien Isolation! Ich bin euer Crazy Memphis. Und ja, wir sind jetzt unentdeckt in diesen Fahrstuhl gekommen. Gott sei Dank. ja. Hoffen wir mal, dass es... Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. ...auch so schön weitergeht. Oh oh. Ich soll die Torrens kontaktieren, ne denn? Wait a minute, jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. So. Okay. Das wäre jetzt geradeaus von mir, ja? Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Erstmal wieder looky looky mal. Wobei, hier geht's nach oben. Gehen wir mal nach oben, wa? Weil, ich weiß jetzt nicht, ihr habt ja jetzt im letzten Part gesehen, da ist ja der eine Roboter ist ja jetzt durchgedreht und hat halt den Menschen umgebracht. Und hat ihnen dann natürlich noch einen guten Tag gewünscht. Das fand ich am obergeilsten. Jetzt weiß ich nicht, sind alle Roboter jetzt auf einmal auf Aggro geschaltet oder kann ich jetzt hier langlaufen? Ich meine, ich bin jetzt auch in einer Area, wo ich ja, ich sag mal, Zivilisten nichts zu suchen haben. Aber ich würde schon ganz gern. Oh, ich bin ich hier richtig sogar? Auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Noch ein anderes Kommunikationsterminal finden. Na wunderbar. So, was haben wir denn hier? Kamerafeed aus. Luftreinigung aus. Okay, ist die Frage, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Achso, hahaha. Weil geradeaus ist ja auch noch eine Tür, ne? Okay. Oh, hello. Sehr schön. Ich habe jetzt auch noch voll die Sachen wieder zum Basteln, ne? Kann man da mal... Und ich muss mir, glaube ich, auch angewöhnen, weil das habe ich in diesem einen Let's Play halt auch gesehen. Man kann ja dann schon Sachen in diese Dinger hier reinlegen, dass man dann wieder Dings hat, ne? Ach, verdammt! Man sollte es auch bauen. dass man halt wieder diesen Platz hat. So. So wollte ich sagen. Machen wir nochmal. Das heißt, wir können jetzt da und da einen reinlegen. So. Und dann machen wir das hier bei Medikit natürlich auch noch. Aber wobei, nee, das brauchen wir da jetzt nicht. Machen wir noch bei der Rauchgranate. So. So. Und schon können wir hoffentlich wieder ein paar Sachen mitnehmen. Jawohl. Oh, Leute, ich habe wieder echt trockenen Hals heute. Geht gar nicht. Oh, Hacken. Hacken. Was haben wir denn hier? Scheiße, jetzt bin ich blind. Nein, oh, ey, ich wollte nach rechts, nach links, nicht nach unten. Verdammt. So. Den da wollte ich. Oh, ich schon wieder. Ich wollte nach links. Hallo, warum macht er das nicht? Oh, das ist ja schon wieder. So. Geht doch. Ich meine, so schwer ist es doch nicht.
hier Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Over and out. Fehlervorgang nicht gestattet, okay. Valaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lange. Das war die Explosion am Anfang. Colonial Marshall auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole. Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Okay. Gut. Sehr schön, haben wir das auch. Da können wir uns nur verstecken. Okay. Jetzt müssen wir ein anderes Terminal finden, ne? So war das doch, oder? Yep. Halt. Der Speicherpunkt war unten, ne? Dass ich dann unten nochmal speichern kann. Besser ist besser, glaube ich. Hallo. So. Haben wir uns schon mal einen Weg gespart. Mit dem Speichern natürlich, falls wir dann verrecken. Was auf jeden Fall vorkommen wird. Also hier scheint keiner in der Nähe zu sein, oder? Nö. Ah, hier war doch eben gerade noch so ein Seeksen-Roboter, bin ich der Meinung. Halten, was? L2 halten, um die Sicht zu fokussieren? Okay, aber dann zieh dich doch nur mit meinem Revolver. Hä? Oh oh. Wo bist du denn? Mein Motion Tracker hat ihn gerade kurz auf dem Radar gehabt, aber dann war er wieder weg. Mitnehmen. Oh, hier ist ein Schacht. Der Schacht führt uns, wenn wir da reingehen, in diese Mitte da rein. Wo müssen wir denn hin? Da ganz unten? Wisst ihr was? Wir testen mal den Schacht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Schwupp. Und vor allem können uns hier diese Roboter ja auch nichts tun. So, das wäre dann der Weg, ne? Ah, außerdem liegt hier noch was. Ah, in den Schacht spinnt das Ding. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Ist das hier lang? Ja. Ist die Frage, ob das auch der richtige Weg ist. Eigentlich nicht, ne? Weil ich entferne mich ja hiermit auch von dem Ziel. Oh, 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 hello? Oh, hello? Hilfe. Oh, das ist ja miesi. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Ich glaube, nee, links rum müssen wir jetzt, ne? Ja, ach so, dann kommen wir aber auch wieder dahin, wo wir eben gerade waren. Okay, Wenn wir jetzt hier rausgehen, können wir dann da... Wisst ihr was? Wir checken das mal hier aus in dem zweiten Gang jetzt. Hier. Wow. Scheiße! Aber er geht, okay. Muss ich geradeaus? Ja. Ich muss durch diese Tür da geradeaus. Checken wir mal an. Okay, sieht bis jetzt gut aus. Ah, fuck. Kann auch sein, dass ich jetzt runter muss, oder was? Ah. Das
Das kann auch eher sein, oder, Leute? Was sagt ihr dazu? Checken das mal an. Oh, hat er mich gesehen? Nein. Gut, gut, gut. Schnell. Runter mit dir, olle Zibbe. Und da durch. Also ihr müsst entschuldigen, aber ich muss immer sehr oft auf die Karte gucken. Es tut mir auch wirklich leid, aber... Oh, er ist ungefähr da, oder was? Scheiße. Wo bist du? Ich sehe ihn hier gar nicht. Ist er hinter der Konsole, oder was? Ja, ich will antworten. Ich komme ja schon. Also, ich probier's. Verdammt. Ja. Ich kann dich hören. Ha. Kommt das hier aus dieser Tür? I think so. Ah, das ist auch da, wo ich hin muss. Ah, okay. Here we go. Perfekt. Aufnahme gespeichert. Zugriff nur für Six und Personal. What? Was ist? Scheiße. Reaktivieren Sie Samuels Kommunikation. Okay. Oh, hello. Oh, du siehst aber ziemlich matsch aus, so. Oh, kann man den nicht durchsuchen? Oh. Das ja doof. Leuchtfackel ist voll. Oh my god! Oh my god! Willst du mich verarschen? Wow. Jetzt weiß ich, warum man ihn nicht durchsuchen konnte. Wow. Mängel entdeckt, jawohl. Oh Gott. Geiles Ding. Aus, 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 alles aus. Sehr schön. Wunderbar. So. Alter, der Typ hat mich echt verjagt, ne? Leute, ehrlich. Fiese Nummer. Wirklich fiese Nummer. So. Just looking. Wir gehen jetzt hier links rum. Dann sieht's aus, als wenn wir rechts rein können. Und dann sind wir in dem Raum, wo wir hin können, oder? Sieht jedenfalls danach so aus. Können wir hier hoch schon? Ja. Ey, dieser Nebel stört mich mehr, glaube ich, als die Gegner. Ja, würde ich mal so behaupten wollen, einfach. Oh. Karte her. Ja, aber das ist der Weg da lang, auf jeden Fall. Vor allem, ich finde nicht, dass der Raum aussieht wie Nebel, sondern ich finde, dass der Nebel irgendwie... Ja, sich nur um mich umgibt irgendwie, ne? Sieht auf jeden Fall danach aus. Hallo? Anyone here? You wanna play with me? Oder konnte ich mich verstecken? Die Tür ist zu, okay. Hier scheint alles ruhig zu sein. Benutzen. Was? Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Okay. Hä? Warte mal. Ah, okay. Jetzt mit dem Steuerkreuz. Okay.
Okay. Oh, noch ein Minigame? No. Oh, was? Richten Sie Ventile mit minus bla bla oder links rechts aus, bestätigen Sie mit X. Ja, und woher war... Hä? I don't know. Ups. Okay, das habe ich jetzt zwar nicht gecheckt, aber passt schon. Oh, was haben wir hier? Bewegen Sie markierte Ventile mit links, bestätigen Sie mit X. Das heißt, ich muss wahrscheinlich die weißen Ziffern treffen. Zack. Jawohl. Und, machen wir jetzt die nächsten. Zack, zack. Ach so, ich kann... ich denke mir so, hä, wo bleibt denn hier der Nächste? Der kommt ja gar nicht. Aber ich kann mich ja auch noch bewegen. Beziehungsweise den Balken bewegen. So, nun komm an hier. Zack. Notfallüberbrückung, jawohl. Geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln. Und die Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Okay, cool. Dann haben die beiden ja doch überlebt mit der Explosion. Ich dachte, die beiden wären draufgegangen. Oh, oh. Oh, oh. Bitte warten Sie auf einen Seekson-Mitarbeiter. Och, nö. Scheiße. Nö, 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 nö. Oh, da kommt er schon. Da läuft er. Ich hab ihn gesehen. Bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Oh, ja gut, okay. Ah. Oh, what the fuck? Au, 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 was muss ich machen? X, X, X. Ah. Oh, der haut mir ja mal richtig eine vorne Latz. Oh Gott, hier sind ja zwei! Ah! No! Mach auf! Mach auf! Ah, oh, mach auf, Mann! Oh, nö! Oh, das war's. Fuck, Alter. Shit, Leute. Aber wisst ihr was? Das ist eigentlich eine gute Stelle, um diesen Part zu beenden. Ja, hoffe, der Part hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja nochmal einen Kommentar hinterlassen. Eventuell auch nochmal ein Däumchen. Wäre auf jeden Fall sehr nice von euch, wenn noch ein wenig Unterstützung käme. Und ja, schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ihr seid die Besten. Danke euch dafür. Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns zur nächsten Runde Alien Isolation. Also, immer schön crazy bleiben. Und bis zum nächsten Mal.